So, wir bauen uns ein schickes Auto. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Das ist der Körper, Cockpit, Land. Wirtschaftlich, Effekte und Details. Also ich würde sagen erstmal der Körper. Kampfbereit. Roads. Das sieht doch schon mal gut aus. Da haben wir schon mal ein gutes Vormodell. Unser Auto kann ruhig mal so ein bisschen prachtvoller, so ein bisschen... Was haben wir hier noch für welche? Raumsauger. Pummelblase. Okay. Niedrig und langsam... Hä? Niedrig und langsam? Das sieht aber... Ja, obwohl, das sieht schon ein bisschen schneller aus. Flossenkleider. Obwohl ich vielleicht sogar so hier was... Nee. Rauchmelder. Weltraumdart. Nee, das würde ich dann beim Flugzeugen schon bauen. So, was haben wir hier? Vielleicht haben wir hier noch schönere. Fliegender Amboss. Weltraumstreber. Obwohl, so ein schönes Formel 1 Auto. Nein. Ich würde sagen, das ist schon das beste Modell hier so. Dann braucht es jetzt ein Cockpit. Das Cockpit müsste dann dementsprechend vielleicht so... Ja, perfekt. Ich glaube, das Auto kriegt man schnell zusammen. Na gut, so wie ich mich kenne, nicht. So, hat es ein kleines Cockpit hier, wo man dann, wie gesagt, rausgucken kann. Räder. Ja, die müssten schon ein bisschen rein. Nee, an der Stange eigentlich rein. Ja. Ein bisschen dünner. Soll nicht so breite Reifen sein. So, und dann vielleicht mal noch die Stange ein bisschen raus. Jo. Und an sich mal ein bisschen größer. Oh. Okay, ich glaube, die Reifen sind schon mal nicht das, was wir wollen. Das könnten wir zur Not hinten hin machen. Nein. 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 Das ist okay. Und dann vorne dran aber normale Reifen. Vielleicht so welche hier. Ist das jetzt von der... Nee, ein bisschen höher müssten die Reifen. Ist okay eigentlich. Ja. So eigentlich. Das wird das hässlichste Auto, was ich je... Das sind ja eigentlich auch ganz komplett andere Reifen. Müssten eigentlich die hier ran machen. So, die komplett mal rein. Ein bisschen raus noch. So, dass die trotzdem noch so eine Verankerung haben und dann ein bisschen runter. Von der Größe her passen die ja schon, dass das hier so unten sitzt, perfekt. Könnte man so anbieten, wie sieht es von unten aus? Ja, das ist in Ordnung. So, jetzt brauchst du mal noch ein bisschen Details, was hat es denn hier noch? Was könnten wir hier noch dran bauen? Es bräuchte eigentlich noch Seitenscheiben.
Könnten wir die vielleicht irgendwie so dazu bringen, dass die rausgucken? Kann man das so anbieten? Eigentlich nicht. Und wenn wir sie noch mehr reinmachen? Nee, das lassen wir mal. Oder vielleicht so ein Cockpit? Nee. Wir sind mit dem Cockpit eigentlich schon gut bedient. Das können wir wieder rückgängig machen, das ist so okay. Aber es bräuchte eigentlich, na gut, vielleicht fährt ja auch nur einer mit. Ist alles nicht so das Wahre. Nee. Größer könnte man es zur Not noch machen. Ja, das sieht vielleicht schon ein bisschen besser aus, würde ich sagen, so. Obwohl das dann hier so oben ein bisschen rüberschaut. Nee, wir lassen das mal. Gib mir mal wieder mein erstes zurück, genau. Seitenfenster. Wir kommen aber hier nicht auf die Seitenfenster. Ja. Weil das hier so eine komische gebogene Fläche hat. Von daher müssten wir das so lassen. So, was hat's denn hier? Wirtschaftliches. Wirtschaftliche Stärke. Irgend so ein komisches Teil. Wir machen erstmal hier Details. Scheinwerfer, Leuchtblase. Nee. Ja. Das sind... Ach, hier haben wir auch... Ach, hier haben wir auch übrigens Fenster. Hahaha. Die übrigens gar nichts bringen. Nee, lass mal so. Na gut, eine Tür bräuchte es, aber... Ja, komm, die kommen so rein. Singularpla, was ist denn das? Lampen, okay. Wir bräuchten auf jeden Fall Lampen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was hier einigermaßen gut aussieht. Nee, das ist alles so nicht das Wahre. So, das sieht doch einigermaßen gut aus. Einigermaßen. Was haben wir hier noch? Na, unbedingt. Das muss oben drauf. Haha, so, perfekt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Plasma-Dinger. Nicht unbedingt. Heckenreihe. Was haben wir hier noch? Nein. 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 Ein Heckspoiler. Wollen wir noch einen Heckspoiler drauf machen? Na gut. Aber wenigstens einer, der ein bisschen... Ich glaube, das ist so der einzige, der ein bisschen nach was aussieht. So.
Ja, kann man so anbieten. So, was haben wir hier noch Schönes? Eine Frontdings. Nee, das ist gar nicht sowas. Ich dachte so ein Kühlergrill. Hier haben wir einen Kühlergrill. Tja, genau. Na komm, das geht doch hoch. Es sieht aus wie ein kleines Schweinchen. Nein, das will ich nicht. Aber es fehlt noch irgendwie was Besonderes. Dieses Hängewappen bringt uns irgendwie was stärkemäßig dazu. Da machen wir mal hier hinten drauf so eine Fahne. Bitte nur eine. Ja, kann man so anbieten. Was bringt denn das noch? Wir haben jetzt Gesundheit, wirtschaftlich 24 und Tempo 36. Was bringt denn uns noch mehr Tempo? Das bringt uns noch Gesundheit drauf. Was bringt denn uns hier noch zweimal Gesundheit drauf? Das bringt uns noch Tempo. Wenn wir so welche Räder noch anbauen würden, würden uns das noch mehr Tempo geben. 19, 24 und 300. Ich will aber auch noch ein bisschen mehr auf Gesundheit gehen, gerne. Das bringt uns nur wirtschaftlichen Faktor ein. Den haben wir schon ganz viel. Und Gesundheit bringt hier nichts und hier auch nichts. Also müssen wir schon hier irgendwie was suchen. Das bringt uns Gesundheit zwar dazu, aber wo können wir das hinbauen? Vielleicht einfach rein und dann sieht es keiner. Oh. So, dann hat es wenigstens, sieht es keiner, aber wir haben noch mehr Gesundheit, nämlich 380. Das gleiche könnten wir nochmal machen. Obwohl das so gar nicht mal so schlecht aussieht, wenn das da oben ist. So, jetzt haben wir Gesundheit 430. Wirtschaftliche Stärke würde ich noch ein bisschen hinzufügen. Boah, das sieht doch einigermaßen sogar gut aus. Unser Kühlergrill, jawohl. Ein bisschen kleiner. So, wirtschaftliche Stärke haben wir jetzt 26. Tempo müssten wir noch ein bisschen hochkriegen. Können wir ganz einfach mal. Das kostet uns 300, das kostet uns 200, bringt uns aber 2 Stärke. Was ist denn, wenn wir hier hinten mal einfach noch so ein Ersatzrad drauf machen? Das bringt uns eh nur 2 Tempo. Wir machen mal doch andere dran, nicht wegen schönheitshalber, sondern einfach weil es uns mehr bringt. So. Und dann einmal die hier. So, das kann man noch ein bisschen rein. Ach, haben wir schon komplett drin. Ja, das sieht jetzt nicht. Sieht total hässlich aus. Jetzt haben wir gesunde 350, wissenschaftliche Stärke haben wir 16, Quatsch, Tempo. Gesundheit, wir brauchen mehr Gesundheit. Gesundheit 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, das ist alles nur 1. Gesundheit 2. Falsch. Quatsch. Haut das mal nochmal weg. Wo war nochmal Gesundheit 2? Was uns die Gesundheit bringt, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber wir tun es einfach mal mit reinbauen. So, wir machen das mal hier und ein bisschen kleiner. So, mit hier rein. 384, noch einmal zweimal Gesundheit rein.
Bauen wir mal am besten gleich. Ups. So. Oh, jetzt haben wir ordentlich Gesundheit. So. Hier gucken aber jetzt ein paar raus. Die tun wir mal hochschieben. Und oben gucken sie jetzt nicht raus. So, jetzt haben wir wie einen Haufen Gesundheit. 495. Jetzt würde ich gerne bei der wirtschaftlichen... So, alles noch in Ordnung, gut. 184. Ich würde gerne noch mehr wirtschaftlichen Faktor haben. Das bringt uns alles irgendwie übelst viel. Wollen wir noch ein paar Diamanten hier so oben drauf, so protz. Ja, genau. Und am besten dann noch einen großen hier oben hin. Es wird das hässlichste Auto, was ich je gesehen habe, aber warum nicht? So, wirtschaftlich sind wir jetzt auf auch 44%. Machen wir mal hier noch zwei hin. Oder wird das zu protzig dann? Was soll's? Vielleicht so vorne mit hin. Das hier so als... Das war falsch. Ja, es wird das hässlichste Auto, was es je gab. So, ein paar Reifen können wir noch mit reinschmeißen. Dann haben wir es endlich geschafft. Wie viel haben wir hier? 200. Es sieht total hässlich aus. Was bringt denn uns hier oben was noch? Tempo 2? Das bringt uns noch Tempo 2. Können wir das irgendwie vielleicht mit anbauen? Ah, Quatsch. Vielleicht unten mit dran. Das sieht ja keiner. So, einmal. Zweimal. Dreimal. So. Okay, das ist jetzt nicht das schönste Auto, aber es liegt einfach daran, weil wir... so einfach mehr von diesen Bonis dann verwenden können. So, jetzt gucken wir mal hier. Wie wollen wir unsere Autos halten? Ja. Nein. Nein. Unbedingt. Gucken wir mal wieder von ganz hinten. Oh mein Gott, ist das hässlich. Oh mein Gott. Geschmackssache, 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 Geschmackssache. Nein. Also, ist ja wie gesagt eine Geschmackssache, aber hier gefällt mir gerade. Na, Mann, nein. Ja gut, und für unser Bonsnode wäre das perfekt eigentlich. Gibt's denn hier nicht was Neutrales? Ja genau, wir machen uns ein Holzauto. Das gefällt mir alles irgendwie nicht.
Wir machen es mal ganz skurril. Wir machen einfach das hier. Komm, das ist. Ja. Crazy Car. Das verrückte Auto. So, und somit ist unser Auto auch fertig. Und wir begeben uns jetzt weiter. Mal gucken, was die zu sagen haben. Dann machen wir erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ach, ist das Auto hässlich. Ach, du meine Güte. Aber es muss ja auch so einen wirtschaftlichen Faktor wie auch Gesundheit und ja, Schnelligkeit weiß ich gerade gar nicht, was das für einen Zweck hat. Aber ich meine, dass man das wirklich eben, weil wir haben es ja bei der Zivilisationsphase gesehen. War es Zivil, ach, ist ja die Zivilisationsphase, die andere Phase, dass wir, weil wir unsere Viecher hier nicht irgendwie aufgebaut haben hier, die einfach zu schwach für alles waren. So, und wenn wir diesmal da gleich ein bisschen dran denken. Ach du meine Scheiße. Nein, wie konnten wir doch so ein Auto haben? Das Zeitalter der Technologie und das Transportwesen ist angebrochen. Und es transportiert ihn. Deine Stadt ist die erste auf dem Planeten, aber deine Spezies folgt nicht mehr nur dir. Schon bald werden andere Städte entstehen, erbaut von Vertretern deiner eigenen Spezies. Du musst sie einen, um den Fortschritt voranzutreiben. Du musst sie einen, um den Fortschritt... Ja, egal. So, du kontrollierst jetzt die Fahrzeuge und die Stadtplanung deiner Nation. Beginne mit der ersten Stadt. Du musst mit anderen Nationen interagieren, sobald sie auftauchen, um am Ende die globale Herrschaft zu erreichen. Werfen wir einen Blick auf deine Fortschrittsanzeige. Das machen wir alles in der nächsten Folge.